Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich zeige dir, wo du die ikonischen Assault Rifles bekommen kannst. Und wir starten hier auch direkt am Schnellreisepunkt Rancho Coronado East. Das liegt natürlich in Rancho Coronado. Ich mache mal gerade die Karte auf, damit du siehst, wo wir uns genau befinden. Das Ganze ist natürlich Santo Domingo, Rancho Coronado. Und der Schnellreisepunkt ist Rancho Coronado East. Hier haben wir eine Mission und zwar nennt sich diese Stadium Love. Dort sollen wir mal nachsehen, was da los ist. Dort liegt unsere erste Waffe. Ich begebe mich jetzt direkt mal zu der Mission, die wir hier oben auf den Dächern finden. Hier ist auf jeden Fall Party angesagt. Es gibt hier direkt so einige Dialoge, aber es hat sich hier auch etwas verändert, denn früher konnte man hier einfach zu dem Tisch und man konnte sich die ikonische Waffe, die hier auf dem Tisch liegt, einfach so wegnehmen und dann hatte man die Waffe und man musste nichts weiter tun. Das ist leider vorbei, obwohl eigentlich gut, dass es vorbei ist, denn der Sinn der ganzen Geschichte ist es, dass man an einem Schießwettbewerb teilnimmt und den halt auch durchführt. Ja, und an diesem Wettkampf können wir dann teilnehmen. Den Wettkampf können wir allerdings nicht mit unseren Waffen machen, sondern dafür müssen wir hier die DR5 Nova benutzen und dann kann es auch losgehen. Mit der ganzen Sache hängt auch ein Trinkspiel zusammen. Das müssen wir auch noch durchziehen. Das heißt, erstmal trinken, dann schießen. Hinter der Linie. Sonst wirst du disqualifiziert. Halt, Zeit ist um. Nächste Station. Und das machen wir jetzt insgesamt 4-mal. Wenn wir den Wettbewerb gewonnen haben, dann bekommen wir auch unseren Preis. Und das ist eben dieses Smart Sturmgewehr, also eine Smart Assault Rifle. Wenn du aber bezweifelst, dass du diesen Wettbewerb gewinnst oder wenn du keine Zeit oder keinen Bock hast, dann kannst du das Ganze natürlich auch anders lösen. Und zwar wie immer in Night City mit Gewalt. Und das bedeutet, wir killen einfach hier alle. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel Granaten werfen und dann werden alle auf dich hier losgehen. Für das Video habe ich jetzt hier mal God Mode aktiviert, damit ich hier jetzt hier nicht direkt sterbe, weil du siehst, es sind einige Leute, die du dann ausschalten musst. Also es ist auf jeden Fall knackig, aber auch eine schöne Herausforderung, finde ich. Also dir muss halt klar sein, dass du dich dann hier erstmal wieder herausschießen musst und das könnte womöglich ein bisschen gefährlich werden. Ja, aber wenn du das machst, dann kannst du das Sturmgewehr auch einfach aufnehmen. Aber wie gesagt, denk daran, schalte erstmal die Feinde um dich herum aus, denn ansonsten könnte das blöd ausgehen. Schauen wir uns die Waffe mal eben an. Das ist sie Divided We Stand. Das ist das Smart Sturmgewehr und das ist ziemlich speziell. Das modifizierte automatische Zielerkennungssystem lässt die Waffe bis zu 5 Ziele gleichzeitig erfassen, aber mit abnehmender Treffsicherheit. Kugeln können chemische Explosionen auslösen, die beachtliche Vergiftungseffekte verursachen. Und wir bekommen die Waffe in selten. Um daraus eine legendäre zu machen, musst du halt erstmal mit der seltenen eine epische bauen und dann mit der epischen eine legendäre. Natürlich sind dann die entsprechenden Perks vonnöten, die du dir dann noch organisieren musst. Du siehst ja, dass die Waffe hier schon ordentlich funktioniert und ordentlich vergiftet. Also ein richtig feines Teil, aber ich mache mich jetzt mal weg, weil hier sind zu viele Cops unterwegs. Wir sind hier in einem der Enden und zwar das, was man mit Rogue macht und die Mission dazu heißt For Whom the Bell Tolls. Und hier geht es darum, dass wir auf dem Dach, wenn die Entscheidung ansteht, mit Johnny entscheiden, dass Johnny die Kontrolle übernimmt und Rogue um Hilfe bittet. Und das Ganze führt uns dann natürlich ins Afterlife. Und im Afterlife kommt es dann zu einer Art Reunion zwischen Rogue und Johnny. Und danach treffen wir wieder auf Rogue und die hat dann ein ganzes Arsenal an Ausrüstung für uns. Hier muss dann auf jeden Fall die Stiefel nehmen, aber du hast optional auch noch so einige Sachen, die du mitnehmen kannst und darunter befindet sich eben auch diese Waffe und das ist die Prejudice und diese Waffe ist ziemlich genial, finde ich. Allerdings hat das Ganze einen Haken, man bekommt sie zum Ende nicht. Also du bekommst die Waffe jetzt und kannst sie auch nutzen, während du im Ende unterwegs bist, aber wenn du das Ende dann hinter dich gebracht hast, dann landet das Teil nicht in deinem Inventar, wie es eigentlich sein sollte. Ich hoffe, dass CD Projekt Red das noch in einem der kommenden Updates fixt. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, denn das wurde bei anderen Teilen, die man auch zum Ende hin bekommen sollte, aber nicht bekommen hat, eben auch gefixt, so dass ich glaube, dass auch diese Waffe irgendwann an der Reihe ist. Hervorzuheben ist an dieser Waffe, dass hier panzerbrechende Projektile verschossen werden und dass du diese Waffe als legendäre Version bekommst. Du musst die also nicht jetzt noch hochbauen, eventuell musst du noch ein paar Upgrades durchführen. Das liegt aber immer an deinem Level, wenn du Level 50 hast und du lootest die
damit, dann hat auch die Waffe Level 50 und somit ist die auf Maximum. Und wenn du mit niedrigeren Level hier unterwegs bist, dann kannst du die natürlich entsprechend noch upgraden. Wir sind an der nächsten Location und damit auch bei der nächsten Waffe. Und die finden wir in der Nähe von der Pershing Street. Ich mache mal gerade die Karte auf, damit du weißt, wo wir hier wieder sind. Und zwar sind wir hier in Watson Northside und das Schnellreiseterminal ist hier Pershing Street. Und von hier aus müssen wir einmal links an dem Terminal vorbei und dann immer geradeaus. Wichtig ist, es geht hier wieder um ein organisiertes Verbrechen. Ich mache nochmal die Karte auf und zwar um dieses hier. Dieses ist aber erst verfügbar, wenn du dich um ein anderes Verbrechen gekümmert hast und das liegt hier an dieser Stelle, also quasi auf dem Weg. Dafür musst du hier in diese Garage rein und einige Scavs und die Chefin Jelena erledigen. Und da bekommst du auch wieder was Ikonisches, aber das ist was für ein anderes Video. Wichtig, diesen NCPD-Auftrag musst du erstmal erledigen, bevor du den bekommst, zu dem wir jetzt hinlaufen. Und das tun wir jetzt auch. Wir laufen weiter geradeaus, immer weiter, weiter, weiter. Und hier sind wir. Da steht schon der nächste, den wir erledigen müssen. Das ist nämlich der gute Tom und der hat das Schema für die nächste Waffe dabei. Falls du dich wunderst, mit einem Mod kann ich in einem passiven Modus gelangen, damit mich die Leute hier nicht direkt angreifen. So kann ich dir genau zeigen, mit wem du es hier zu tun hast. Das ist der Chef der Truppe hier und der steht glücklicherweise direkt bei der Auffahrt. Deshalb ist gut, wenn du aus dieser Richtung kommst, dann hast du hier maximal 2 Leute zu erledigen und du kannst an das Schema dran. Wir erledigen den jetzt mal. Und wie du siehst, bekommen wir dann hier das Schema Psalm 11,6. Und das nehmen wir uns jetzt mal mit. Die Psalm 11,6 bekommen wir, wie gesagt, als Schema und zwar da als seltene Version. Das heißt, du kannst sie jetzt erstmal nur als seltene Version bauen. Wenn du aber die entsprechenden Perks und auch die Komponenten hast, dann kannst du aus der seltenen Version auch eine epische Version bauen. Und wenn du das gemacht hast, bekommst du auch das Schema für die legendäre Version und dann kannst du dasselbe bei der legendäre machen. Hier noch die Beschreibung, diese Waffe schickt Gegner direkt in die Hölle. Sie verursacht zusätzlichen Thermalschaden und es besteht eine erhöhte Chance, Brennen auszulösen. Falls dich interessiert, was hinter Psalm 11,6 steht, da können wir lesen, es wird regnen lassen über die Gottlosen Blitze, Feuer und Schwefel. Und wird ihnen ein Wetter zum Lohn gegeben. Also das steht in der Bibel dazu. Ich finde diese Waffe extrem gut und nutze die auch gerne, weil die sich sehr schön durch die Leute brennt. Die nächste Location wartet auf uns und diesmal sind wir beim Schnellreiseterminal Westwind Apartments. Ich mache wieder die Karte auf. Hier sind wir, das Ganze ist in Pacifica Westwind Estate und dort befinden wir uns. Von hier aus müssen wir zu diesem NCPD-Einsatz und das machen wir jetzt. Dafür laufen wir links am Terminal vorbei, geradeaus durch, immer weiter, bis wir zu der Hauptstraße kommen. Hier wechselst du am besten auf ein Fahrzeug, denn es liegen ein paar Meter vor uns, ist jetzt nicht super weit, aber damit es schneller geht, einfach mit dem Fahrzeug rüberfahren. Hier sind wir auch richtig, da haben wir schon einige Scavs, die am Eingang warten und das zeigt uns, dass wir hier richtig sind. Ich habe weiter meinen Passivmodus an, somit können wir uns hier auf dem Gelände mal umschauen und ich kann dir zeigen, wo genau du hin musst und wen du killen musst, damit du die nächste Waffe bekommst. Da haben wir auch schon unser Ziel, das ist hier Anton Kolev und der steht hier rum und raucht sich ein. So sieht dieser Scav-Chef hier aus, der ist noch ganz entspannt, aber das wird sich gleich ändern, denn den werden wir jetzt hier erledigen. Und hier haben wir unser Schema, nämlich das der Molon Labe und das ist unsere vierte und letzte Assault Rifle, die es in Cyberpunk 2077 als ikonische Version gibt. Die Molon Labe bekommen wir eben als Schema, aber die bekommen wir als epische Version, so dass wir epische Versionen des Powersturmgewehrs herstellen können. Und wenn du eine epische Version gebaut hast, dann kannst du dann eben wieder die legendäre daraus bauen, wenn du über den erforderlichen Vorteil verfügst, in dem Fall Ausnahmetalent. Das ist natürlich immer klar. Du brauchst die jeweiligen Vorteile unter Techie, damit du eben die entsprechenden Versionen, also episch und legendär, bauen kannst. Hier haben wir die Waffe und als Zusatz steht hier eine Waffe für echte Alphas. Und hier ist die Schussrate erhöht und die Chance, das Ziel zu verstümmeln, ist ebenfalls erhöht. Darüber hinaus hat die Waffe dann auch noch so ein Voodoo-Anstrich. Auf jeden Fall eine lohnende Waffe, wie ich finde. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.